Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu TypeScript. Heute wahrscheinlich das vorerst letzte Video zu TypeScript. Falls ihr noch irgendwelche Wünsche oder Anfragen oder sowas habt, dann schreibt sie mir am besten über die Webseite im Bereich Community. Gibt's extra eine Seite, wo ihr im Endeffekt eure Wünsche äußern könnt. Genau. Okay, um was geht's heute? Um Zugriffsmodifikatoren. Was sind Zugriffsmodifikatoren? Public, Private und Protected. Die Leute von euch, die schon mal programmiert haben, die werden wahrscheinlich Public, Private und Protected zur Genüge kennen. Und ja, die sind natürlich gar nicht mal so ohne. Okay, wir schauen uns das Ganze ohne irgendwelche Klassenvariablen an. Brauchen wir nicht, brauchen wir auch nicht. So, okay. Was wollen wir denn ausgeben? Noch gar nichts eigentlich mal. So, wir räumen ein bisschen auf, weil das Thema ist komplex und wir werden hier noch ein bisschen Code ergänzen müssen. So, wir haben hier einen Hund erstellt und dieser Hund kann laufen. Wunderbar. Wenn wir jetzt keinen Zugriffsmodifikator vorne dran schreiben, also wir schreiben nicht public, private oder protected vorne dran. Wenn wir das nicht tun, dann ist automatisch alles public. Was natürlich dazu führt, dass ihr es auch von überall aufrufen könnt. Wenn wir jetzt aber private vorne dran schreiben, dann passiert Folgendes, wenn ich hier rex.laufen benutzen möchte, und dazu muss ich gerade mal in die Kommandozeile wechseln, wenn ich jetzt hier tsc, also ich möchte mein erstes Skript hier wieder mal kompilieren, dann passiert Folgendes, ich kriege hier einen Fehler, property laufen ist private and only accessible within class Hund. Das bedeutet so viel wie, ihr dürft hier außen, außerhalb eurer Hund-Klasse, dürft ihr nicht drauf zugreifen. Warum dürft ihr darauf nicht zugreifen? Naja, wir haben hier private laufen. Also private bedeutet, ihr habt nur auf diese Methode hier Zugriff von innerhalb der Klasse. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ihr habt es im letzten Video auch schon gesehen. Da war das auch schon so ein bisschen aufgeräumt. Für Static brauchte man nicht so viel dafür. Aber hier, wie gesagt, habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar private laufen bedeutet, ihr habt nur auf diese Methode laufen Zugriff von innerhalb der Klasse Hund. Auch nicht von innerhalb der Klasse Dalmatiner, wie wir uns gleich angucken werden. Die, Achtung, die erbt von der Klasse Hund. Wenn ich jetzt hier eine Public-Funktion foo schreibe, die mir nichts zurückgibt und die einfach nur beinhaltet this.laufen, dann ist das durchaus okay, wenn ich hier this.laufen aufrufe. Aber das Problem ist immer noch, ich darf nicht. Weil diese Laufen-Funktion ist private, das heißt, ich darf auch aus meiner Unterklasse sie nicht aufrufen. Ja, ich weiß, ich muss kompilieren. Und das ist natürlich jetzt doof für mich, weil ich darf sie, ich wollte hier foo aufrufen, aber ist im Endeffekt genauso egal. Wir sehen es auch hier. Ich darf Laufen weder außerhalb meines Codes, also außerhalb von der Klasse aufrufen, noch darf ich sie in Unterklassen aufrufen. Bei Public darf ich alles machen, da darf ich sie von überall her aufrufen. Also das sind so ein bisschen die drei Arten, die ihr habt. Ihr habt innerhalb der Klasse, da darf man immer alles aufrufen, egal ob Private, Protected, Public, alles darf aufgerufen werden. In der Unterklasse, da habt ihr nur noch Erlaubnis, die Protected Variablen und Funktionen aufzurufen. Das heißt, wenn ich hier protected habe, dann rex.foo aufrufe, das funktioniert, das geht alles klar, aber ich darf immer noch kein Laufen aufrufen. Das heißt, wenn ich hier Laufen schreibe, dann geht das nicht mehr. Wir sehen es wieder hier, da kommt wieder der Fehler. Also ich darf es aus der Unterklasse darf ich es aufrufen, aus der normalen Klasse darf ich protected aufrufen, aber außerhalb von diesen beiden Möglichkeiten darf ich es nicht aufrufen. Das heißt, auch fremde Klassen haben keinen Zugriff hier drauf. Nur Unterklassen und die eigene Klasse. Bei Private ist es sogar nur die eigene Klasse, die Zugriff drauf hat. Und bei Public ist es alles. So, jetzt warum würde man so einen Schwachsinn machen, mir auch noch irgendwie das Leben schwer zu machen hier und irgendwelche zusätzlichen Fehler mir um die Ohren zu schmeißen? Das hat tatsächlich Gründe und dazu brauchen wir jetzt diese Unterklasse absolut nicht mehr. Was wir jetzt hier machen ist, wir erstellen uns einen Hund. Und jetzt sagen wir einfach mal, wir wollen diesen Rex die Anzahl an Beine auf minus 1 setzen. Beine gleich minus 1. Das ist physisch tatsächlich einfach nicht möglich. Es macht auch logisch absolut keinen Sinn, die Anzahl an Beine auf minus 1 zu setzen. Aber kann ich das verhindern? Nein, ich kann es nicht verhindern. Außer ich sage von vornherein, hey, du darfst überhaupt nicht die Anzahl an Beine ändern. Das wäre aber ein bisschen zu hart. Vielleicht hat der Hund ja ein Bein verloren oder er hat einfach ein fünftes Bein. Ja, es tut mir leid, das ist ein recht makabres Beispiel. Aber man kann auf jeden Fall nicht verhindern, dass es auf eine komplette Nonsens-Anzahl an Beinen gesetzt wird. Keine Ahnung, 5 Milliarden oder sowas geht auch.
Also, was ich machen kann, das Einzige, was mir bleibt, ist im Endeffekt, ich sage, hey, du hast keinen Zugriff mehr hier drauf, mach bitte so einen Schwachsinn nicht und setz die Anzahl an Beinen auf minus 1, denn dann gehen vielleicht irgendwelche Berechnungen in meinem Code, in meiner Klasse komplett kaputt und mein ganzes Betriebssystem stürzt ab am Ende, wie das momentan teilweise der Fall ist mit Edge. Ja, was dann also passieren sollte, ist, man sollte trotzdem noch die Möglichkeit haben, die Beine zu setzen, aber nur auf eine intelligente Art und Weise. Und diese intelligente Art und Weise wird durch eine sogenannte Set-Funktion oder Set-Methode gegeben. Und die ist dann immer public. Das heißt, ich habe public Set-Beine. Und dann nimmt man einfach immer Set vorne dran und dann eben den Namen der Funktion, der Name des Attributs. So, und was ich hier als Parameter habe, ist im Endeffekt einfach mal Beine als Zahl, Number. Und was ich machen möchte, ist, ich möchte nicht mal unbedingt irgendwas zurückgeben. Deswegen kann ich hier void eintragen. Und was ich hier drin jetzt machen kann, ist, ich kann nicht nur sagen, this.beine ist gleich Beine. Achtung, hier sehen wir es auch wieder. Diese beiden Dinger werden unterstrichen. Die beiden hier sind lila markiert. Das heißt, das bezieht sich auf das und das bezieht sich auf das. Auch wenn sie gleich heißen. Macht aber nichts. Okay. Und wenn ich jetzt hier verhindern möchte, dass irgendwelche Schwachsinnssachen gesetzt werden, dann gehe ich einfach her und sage, hey, if Beine kleiner 0. Das macht hier überhaupt keinen Sinn. 0 Beine geht durchaus, aber weniger als 0 Beine macht absolut keinen Sinn mehr. Okay, also if Beine kleiner 0, console.log Fehler, was zur Hölle machst du eigentlich? Okay, und ansonsten setzen wir die Anzahl an Beinen auf die Beine, die gegeben sind. Und jetzt kann man hier vielleicht auch noch einbauen, wenn es mehr als 5 sind, dann ist es auch irgendwie sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dieser Rex plötzlich 5 Beine hat. So, und jetzt kann man hier unten zum Beispiel auch nicht mehr sagen, dass er minus 1 Beine hat. Ich kann jetzt nämlich nur noch über Setbeine, .setbeine, kann ich meine Anzahl an Beinen neu setzen. Das heißt, ich habe hier wirklich die Möglichkeit zu sagen, hey, minus 1. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann ist aber die Anzahl an Beinen trotzdem immer noch 4, denn sie wird ja hier nicht neu gesetzt, sondern es wird bloß ein Fehler ausgegeben. Und man hat eben hier die Möglichkeit zu sagen, hey, so nicht, mein Freund. Und wenn ich jetzt aber hier sage, okay, er hat 3 Beine oder von mir aus auch 4 oder sowas, dann funktioniert alles wunderbar. Problem, was ich jetzt immer noch habe, ist, ich kann die Anzahl an Beinen auch nicht mehr lesen. Also wenn ich sagen möchte, console.log, wie viele Beine hat denn eigentlich mein Hund? Das brauche ich eigentlich nicht eingeben, eigentlich nur rex.beine, dann kriege ich auch hier wieder einen Fehler, weil ich kann ja nicht auf Beine zugreifen, weil das Ding ist ja private, ich darf es auch nicht lesen. Und dazu gibt es sogenannte get-Methoden, also public get-Beine, brauchen wir keinen Parameter, aber diesmal haben wir einen Return-Wert und zwar number. So, und jetzt kann ich mir hier sagen, hey, ich gebe einfach die Anzahl an Beinen zurück. Return this.beine, denn das darf ich ja. Ich bin ja in derselben Klasse und dieselbe Klasse hat Zugriff auf alles, also darf sie auch diese Anzahl an Beinen zurückgeben. So, und wenn ich jetzt das Ganze auslesen möchte, dann sage ich einfach get Beine. Fertig. Und jetzt darf ich auch wieder auslesen, wie viele Beine er hat. Und dann kann man vielleicht auch noch sagen, hey, du darfst nur einen Teil auslesen oder vielleicht, wenn es kleiner als 0 ist, dann macht es keinen Sinn, dass ich dir das überhaupt sage oder sowas. Also man kann gewisse Grenzen ziehen. Man kann sagen, okay, es sind manche Sachen einfach fix und ich kann sie nicht ändern und manche Sachen kann ich nur bedingt ändern. Methoden sind einfach deutlich mächtiger als nur Attribute. Attribute können ja wirklich nur speichern, während Methoden wirklich eigenen Code ausführen können. Und da kann man dann wirklich mehr Kontrolle draus üben und weniger Fehler produzieren, als man das anderweitig machen könnte. Gut, das war's von meiner Seite mit TypeScript. Falls ihr irgendwie noch ein bisschen mehr lernen wollt, was in Richtung Objektorientierung geht oder wie baue ich wirklich komplexe Programme, wir werden mit der Programmieren-Lernen-Playlist erstmal noch mit schönen Code zu tun haben, wenn wir soweit durch sind, und dann werden wir auch tatsächlich noch in wie entwerfe ich komplexe Programme, also auch Webseiten natürlich, übergehen. Gut. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.